deinem Team erfordert viel Konzentration und Mitarbeit. Nee, das ist tatsächlich eine starke Setzung für uns und für alle Beteiligten, die Halle und die Architektur und das Gebäude so zu setzen, wie es ist und die Möglichkeiten darin zu suchen. Das heißt, wenn Sie auch morgen hier zu der Eröffnung kommen, wird ja hier viel passieren. Es werden 100 Künstler kommen, es werden die Professoren da sein, es wird unser Publikum da sein und wir wollen über die Möglichkeiten und Potenziale der Kunsthalle aktiv diskutieren. Das heißt, wir möchten auch Sie heute einladen, diese Lehre als Chance zu nehmen, nochmal über die Kunsthalle als Ort zu diskutieren. Und morgen ist nichts zu sehen. Ja, kann man jetzt darüber diskutieren. Ja, also ja, ja. Sie werden jetzt keine fertigen Kunstwerke sehen, aber wir hoffen oder möchten Sie dazu einladen, wirklich diesen Moment zu nutzen, um über die Kunsthalle und ihre Geschichte und ihre Zukunft nachzudenken und zu diskutieren. Und was wir übrigens auch sehr stark die letzten Monate getan haben, wenn Sie sich vorstellen können, vier Perspektiven auf ein Haus, Gregor Janssen mit einem starken historischen Wissen, was wir erstmal aufgreifen mussten, Archiv und dann die ganze Programmatik. Also es ist viel Potenzial allein in diesen leeren Räumen. Was Sie zu sehen bekommen, sind dann in unterschiedlichen Formen, also unterschiedliche Medien, unterschiedliche Materialitäten und alles bündelt sich um das Thema Archiv. Wie der Titel auch schon sagt, Akademie Arbeitstitel ist jetzt auch schon ein sehr breiter Begriff und wir haben ihn diese Komplexität reduziert, indem wir uns dem Thema Archiv sozusagen widmen und da merkt man schon nicht nur, dass die theoretischen Zugänge zum Thema Archiv sehr, sehr unterschiedlich sind, sondern auch